Gestern war es also endlich soweit. Das 338. große Wiener Derby stand an. Im heutigen Video berichten wir euch von allen Geschehnissen rund um das Spiel, sowie Choreografien, Pyroshows und diverse Spruchbänder. Für die Fans der grün-weißen Wiener ging es per Fanmarsch zum Stadion der Wiener Austria. Hierbei wurde wie immer auf den Einsatz pyrotechnischer Erzeugnisse nicht verzichtet. Als die Spieler des SK Rapid zum Aufwärmen auf das Feld kamen, wurde der Auswärtsblock durch gut und gerne 10 Fackeln erhellt und war zu diesem Zeitpunkt schon nahezu bis zur Gänze gefüllt. Im Block der Austrianer konnte man schon lange vor Spielbeginn eine Gruppe an Personen, die mit orangen Jacken ausgestattet waren und der Ultragruppierung Junge Essener, die mit der Osttribüne befreundet sind, zuzuordnen waren, erkennen. Noch vor Spielbeginn zeigten die Fans der Violetten ein Spruchband mit der Aufschrift: Veilchen, wir sind stolz auf euch. Währenddessen zeigten die mitgereisten Fans der Grün-Weißen ein großes Banner mit einem Forza Rapid-Schriftzug, welches ein wichtiger Teil der späteren Choreografie sein sollte. Bevor die Spieler beider Mannschaften auf das Feld kamen, wurde auf der Osttribüne eine große Blockfahne mit einem VF-Schriftzug, welcher den Viola Fanatics zuzuordnen war, ausgebreitet. Präsentiert zum 338. Wiener Derby hieß es zu dieser Choreografie: Als die Spieler schließlich auf das Feld kamen, wurden auf der Ostweiße sowie violette Fahnen hochgehalten und nun lautete das Motto: In der Zeit zurück und vor, prognostiziert die Wissenschaft unseren Triumph im Hor. Kurz darauf wurde eine Blockfahne, die man als Vorhang interpretieren konnte, bis ans Stadiondach hochgezogen. Im Gästeblock wurden zum Intro grüne Streifen mit einem weißen Forza Rapid-Schriftzug hochgehalten, was ebenfalls ein sehr schönes Bild abgab. Im Verlauf der ersten Halbzeit zeigten die Viola Fanatics ein Spruchband mit folgender Aufschrift: Keine Repression kann euch stoppen, kämpfen Ultras RWE. In beiden Fanlagern wurde das ganze Spiel über vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Im Rapid-Block wurden auch des Öfteren Raketen abgefeuert. Zu Beginn des zweiten Abschnitts gab es in beiden Fanblöcken eine große Pyroshow. Hierbei wurden im Sektor der Wiener Austria Doppelhalter mit verschiedenen Aufschriften hochgehalten. Während sich die Pyroshow zum Intro der zweiten Halbzeit nur im oberen Rang des Gästeblocks abspielte, wurde zu Beginn der Rapid-Viertelstunde der gesamte Gästebereich mittels Pyroshow erhellt. Nachdem die Wiener Austria das Spiel mit 2:0 für sich entscheiden konnte, kam es nach dem Spiel rund um die Arena zu mehreren Vorkommnissen. Doch was hier genau vorgefallen ist, wollen wir euch in der morgigen Folge zeigen. Wenn ihr also nichts mehr verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal und wenn euch der Spielbericht gefallen hat, vermerkt dies bitte mit einer positiven Bewertung. Danke! Thank you.